Hi, willkommen zu meinem ersten Video zu Diablo 3. Das hier soll eine Zusammenfassung werden, beziehungsweise eine Einführung in meine nächsten kommenden Diablo 3 Videos. Mein Nickname ist Henning K. und ich mache dieses Video in Zusammenarbeit mit der homerj.de Community. Ich habe ziemlich viel Programm für das erste Video und mir tatsächlich sogar meine Liste zusammengeschrieben, was ziemlich ungewöhnlich ist für mich. Und zwar möchte ich zuallererst einen Hinweis rausgeben, also da ich nicht allzu viel Zeit habe, um diese zumindest 11 geplanten Videos, vielleicht wären es mehr, vielleicht auch sogar weniger, zu schneiden die ganze Zeit und super zu planen, weil ich eben in der Uni sehr viel zu tun habe, wird es sehr viel Gequatsche geben, wo man eventuell sagen könnte, ja, das kann man vielleicht rausschneiden. Das gilt jetzt für alle kommenden Videos, ich sag's nur einmal. Und ich weiß, man kann eine Menge flamen, man kann eine Menge sagen, ja, hier, das könntest du anders machen oder da hast du vollkommen Unrecht. Ich habe natürlich keinen Anspruch darauf, dass es hier alles total richtig ist und dass ich allwissend bin. Ich möchte grundsätzlich nur den Leuten, die gerne mal ein Video über Diablo 3 gucken, die sich sagen, ja, ich spiele das ab und an mal und wie ist das eigentlich und keinen Bock haben, alles zu googeln. Für die ist es genau das Richtige. Für die Leute, die jetzt schon Level 60 Inferno durch sind, nach einer Woche, für die erzähle ich wahrscheinlich überhaupt nichts Neues mehr. Genau, wir haben eine Menge Programm. Und zwar wollte ich dann ganz gerne erst einmal über die Game Settings sprechen, die ihr am besten in Diablo 3 einstellen solltet, um alles aus dem Spiel herauszuholen, alle Informationen zu bekommen. Denn da fängt es bereits an, wo die Leute in den Foren sich nicht so ganz einig sind, wie man das alles sehen kann. Genau, man geht hier auf Options und bei Video würde ich zuallererst einmal das LowFX-Häkchen setzen, denn das setzt die Partikeldichte runter und gerade bei Mehrspieler-Situationen, gerade mit 3 oder 4 Spielern, gehen auch bessere Grafikkarten gern mal in die Knie. Und wenn man da den Haken setzt, sollte es eigentlich nicht mehr wirklich zum Ruckeln kommen. Also, wie ihr seht, meine Settings sind relativ hoch und ich habe mir für Diablo 3 eine ATI HD 6870 gekauft. Für 140 Euro kostete die in dem Moment. Und damit kann man Diablo 3 wirklich sehr flüssig spielen. Also falls ihr nur eine neue Grafikkarte braucht, kann ich nur schwer empfehlen. Weiter geht's. Sound brauchen wir jetzt nicht groß drüber sprechen. Social, wie auch immer. Allow Quick Join, den Haken habe ich weggemacht, auch auf dem EU-Server, weil ständig Leute reinjoinen, wenn ich gerade bei irgendwelchen Bossen bin, was ziemlich ätzend ist. Würde ich euch auch empfehlen, den Haken rauszumachen. Dann müssen die Leute nach einem Invite fragen. Ja, dann könnt ihr nicht einfach reinkommen, wenn ihr auf eurer Friends-List sind. Das ist nicht unhöflich, sondern das ist eigentlich ganz normal, dass man sowas macht. Dann zum Gameplay. Da würde ich euch schwerstens empfehlen, alle Häkchen zu setzen, die es gibt. Die beiden hier sind irgendwie nicht so wichtig. Ich würde die, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht gemacht. Wichtig ist jetzt hier Elective Mode. Ich weiß nicht, wie das bei euch auf Deutsch heißen könnte. Ich denke mal, das heißt dann Wahlmodus. Dadurch kann man nämlich, ich gehe mal hier ganz kurz raus und drücke S für die Skills. Dadurch kann ich jetzt hier oben für die linke Maustaste, die ist ja gerade ausgewählt, durch diesen Haken hier gekennzeichnet, auswählen, welche Skills ich jetzt hier haben möchte. Ja, dann muss ich nur die Primaries reinhauen. Da könnte ich jetzt zum Beispiel auch Frostnummer reintun, wenn ich den Level 4 wäre. Ne? Also jetzt nur so rein prinzipiell. Ganz wichtiger Haken, um seine Klasse auch vollkommen ausspielen zu können. Die Tutorials würde ich vielleicht ausstellen, weil die teilweise doch ein bisschen nerven, außer ich spiele gerade das erste Mal. Und dann würde ich hier alle Haken bei diesen HUD-Dingsbums setzen. Und zwar hat das dann die Folge, dass man alle Damage-Zahlen sieht. Das finde ich relativ interessant, um einschätzen zu können, wie gut die Spells gerade wirken. Wenn euch das allerdings nervt, dass die ganze Zeit irgendwelche Zahlen aufpoppen, dann lasst es vielleicht. Man sieht hier auch Healing Numbers, was ziemlich wichtig ist, wenn der Monk einen heilt oder sowas, also der Mönch gerade einen Heal reindrückt oder so, kriegt man alles besser mit. Dann, zuletzt, Keybindings kann natürlich jeder setzen, wie er möchte. Ich kann euch nur empfehlen, die Action Bars eventuell auch mal auf die mittlere Maustaste oder auf die vierte Maustaste zu setzen. Das ist eine feine Sache, sag ich mal. Aber das ist natürlich alles Geschmackssache. Und zu der Klasse selbst möchte ich erst in folgenden Videos etwas sagen. Da ich selbst Wizard spiele, wird das zweite Video entsprechend dann über den Wizard gehen. Und zwar
in den Bereich von 1 bis 60 und so ein bisschen farmen danach. Und übers Endgame kann man natürlich noch kein Video machen. Das wird alles noch ein bisschen dauern, bis wir alle da ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt haben und ich auch in den Foren mehr lesen konnte, wie das Endgame so abläuft. Genau, damit haben wir das abgehakt. Und wir kommen zu der Story von Diablo 3. Die wollte ich nochmal ganz kurz ansprechen. Und zwar möchte ich an dieser Stelle einmal verweisen zu einem anderen YouTuber. Ich denke mal, der gehört auch zu irgendeiner anderen Community-Page. Sein YouTube-Name ist Gamendo Gaming. Das kann ich ja hier reinschreiben, auch wenn ihr das wahrscheinlich lesen könnt, wenn ihr eine niedrige Auflösung benutzt, um das Video zu gucken. Aber bei hoher Auflösung sollte das lesbar sein. Gamendo Gaming. Und zwar hat der drei Videos gemacht über die Diablo-Geschichte. Und zwar wirklich von Anfang an. Also ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel geile Diablo-Story hinter diesem Spiel steckt. Diese drei Folgen gehen wirklich nur darum, zu dem, was passiert ist, bis Diablo 1 rauskam. Also irgendwie am Anfang war nichts außer eine Perle und da war so eine komische Seele drin und die irgendwann ist explodiert und so weiter und dann bildeten sich die Sterne und die Engel und so weiter. Wirklich alles ins Haarfeinste erklärt. Total geil. Dauert nur 30 Minuten, super gemacht, auch mit Bildern unterlegt. Wenn ihr auf meinen Channel youtube.de/forsti geht, dann findet ihr dort auch eine Playlist, wo ich die drei Videos zusammengefasst habe. Aber wie gesagt, die Videos liegen nicht bei mir und die habe ich nicht gemacht. Würde ich euch aber schwer empfehlen, die Videos zu gucken. Gut, dann kommen wir jetzt hier zu den Schwierigkeitsgraden. Und zwar ist der normale Schwierigkeitsgrad wirklich sehr leicht. Besonders im Cooperative-Modus waren die meisten Stellen ein bisschen zu leicht, würde ich sagen. Man rutscht da ziemlich schnell durch. Und wenn man dann das erste Mal Diablo 3 durchgespielt hat, kann man in den nächsten Schwierigkeitsstufen Albtraum, Hölle und Inferno gehen. Erzähle ich jetzt den alten Eingefleischten nichts Neues. Und ich würde sagen, Albtraum ist auch ein wenig zu leicht und es geht ein bisschen zu schnell durch. Der zweite Akt ist, finde ich, auch ein bisschen nervig in dem Bereich. Aber wenn man da durch ist, ist Albtraum sehr schön. Und wenn ihr es bis dahin geschafft habt, wenn euch das Spiel bis dahin noch Spaß gemacht hat, dann werdet ihr auf der Hölle auf jeden Fall euer blaues Wunder erleben. Denn dort wird es richtig knackig. Gerade in der Gruppe mit zwei, drei Leuten, denke ich, ist das Spiel am schwersten. Wenn ihr Solo oder eine Vierergruppe habt, dann habt ihr es relativ einfach, weil Solo haben die Gegner ziemlich wenige HP und man hat ja noch den Begleiter, den Templar, den Sondril oder die Enchantress. Die helfen schon noch gewaltig mit, besonders wenn man Range-Charakter ist, also wie ich jetzt Wizard, mit dem Templar, der einfach eine Menge wegblockt, der hält ja wirklich eine Menge aus, dann ist das für mich besser, als wenn ich im Cooperative mit einem Barbaren oder einem Monk spiele, weil die haben dann einfach nicht mehr HP, sondern ich habe trotzdem Blocker umsonst. Alles klar, der nächste wichtige Punkt, wenn man jetzt über Diablo 3 reden möchte, ist die Ausrüstung. Denn das ist ja quasi das Ein und Alles. Level 60 ist ja recht fix erreicht, sage ich mal. 20 Spielstunden, nee, Quatsch, 40. 40 Spielstunden, ja, das kommt, glaube ich, hin. Ja, und danach kann man eigentlich nur noch Items sammeln. Und das macht natürlich auch noch irre Spaß, werdet ihr später alles sehen. Wie schon gesagt, wenn ihr erstmal in Hölle angekommen seid, wird es richtig knackig, jedes Monster ist anders, wenn man mehr Schaden hat und neue Mitspieler und so weiter, macht alles Laune. Und eine große Frage war, ich glaube sogar Basti, also Homer J, hatte in dem Forum gefragt, welche Waffe soll ich denn jetzt eigentlich anlegen? Einhand oder was ist jetzt hier eigentlich das Beste? Und dazu kann ich nur sagen, prinzipiell geht es erstmal nur darum, was hier in dieser Leiste hier steht. Der Damage-Wert hier bezieht sich darauf, wie viel DPS man jetzt, nachdem alle Boni eingerechnet wurden, macht. Also Waffenschaden, Attribute, Attackgeschwindigkeit, kritische Schläge, passive Skills und hier steht noch, falls man mit zwei Einhandwaffen spielt, irgendwelche Speed Increases, also Geschwindigkeitserhöhungen. Und dieser Schaden wird benutzt, um auf die Spells gerechnet zu werden. Das hat jetzt allerdings auch ziemlich komische Auswirkungen, die ich auch noch nicht ganz durchblicke. Wenn man jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich spiele Wizard, aber das wird auch für alle anderen Klassen gelten, ich spiele sehr gerne mit Arcane Orb,
Und wenn ich jetzt aber eine Zweihandwaffe trage, dann hat die einen so langsamen Swing-Timer, also so langsame Angriffsgeschwindigkeit, dass der Arcane Orb zwar sehr viel Schaden macht, aber nur sehr langsam rauskommt. Das heißt, ich mache den Orb und dann klebe ich irgendwie an Ort und Stelle noch ein bisschen fest und kann mich nicht bewegen. Und gerade auf Inferno, wenn man so mit zwei Schüssen tot ist ungefähr, ist es wirklich kacke. Also deswegen spiele ich nämlich momentan Inferno nur Disintegrate, weil da ist dieser Effekt nicht. Mal den Strahl an und kann ich sofort wieder ausmachen und einen Schritt gehen. Das ist noch so eine Kleinigkeit, die man eben nebenbei noch beachten sollte. Ich würde sehr gerne wieder Arcane Orb spielen, wenn ich dann mit dem Waffenschaden ungefähr gleichkomme wie mit einer Zweihandwaffe. Aber in Diablo 3 ist es nun mal so, dass man auch mit einem Zweihandhammer super gut Schaden macht als Zauberer. Das ist anders als in WoW oder Diablo 2. Hier ist es wirklich so, Waffenschaden ist alles. Und das zweitwichtigste ist dann eben das primäre Attribut, das man hat. Je nachdem, was man spielt, für Witch Doctor oder für Wizard ist es Int, für den Demon Hunter und für den Mönch ist es Dex und Stärke ist es, soweit ich weiß, nur für den Barbar. Und denn da kommt dann eben noch der Damage Increase drauf. Und ja, das sind eigentlich die wichtigen Sachen, auf die man achten sollte. Soll also heißen, man wechselt seine gesamte Ausrüstung immer so rum, bis man den höchsten Damage-Wert erreicht. Und dann als nächstes Attribut achtet man auf Vitality oder auf den gesamten Life-Pool, denn man hat natürlich auch noch Gegenstände, die prozentual das Leben erhöhen. Die werden natürlich umso stärker, umso mehr Vitality auf den anderen Gegenständen ist. Also das ist auch so ein Hin und Her. Versucht einfach nur eine vernünftige Menge an Leben zu bekommen. Und danach kommt so der ganze Rest. Zum Beispiel Arcane Power Regeneration. Also das heißt, dass die rechte Kugel, egal welche Klasse ihr jetzt spielt, sich schneller wieder füllt, ist natürlich auch eine feine Sache. Aber meistens kommt es eigentlich eher darauf an, dass ihr eure Schadensspells, die möglichst gewalttätig sind sozusagen, so schnell wie möglich rausballert. Und dass die Mobs dann auch umfallen. Ich sage euch, in Diablo 2 war es schon immer so, wer den meisten Schaden macht, hat die wenigsten Probleme. Das ist einfach so. Wenn alle Mobs Two-Hit sind, wenn nicht sogar One-Hit, dann machen die selber auch keinen Schaden an dir. Anders ist es jetzt aber im Gruppenspiel. Da kann ich euch natürlich sofort beipflichten, das ist vollkommen richtig. Im Gruppenspiel ist es wichtig, dass ihr so ein bisschen Rollenverteilung habt. Und zwar ist die Rollenverteilung, je mehr Leute ihr im Spiel habt und je höher der Schwierigkeitsgrad ist, wichtig. Ja, also dann habt man eben die Glaskanonen hinten, wie zum Beispiel in Wizard, der wenig aushält, aber viel Schaden macht. Und dann habt ihr vorne halt die Melees, die eine Menge aushalten und dafür ein bisschen auf Schaden verzichten. Bei denen ist es eher so, dass man DPS eher hinten anstellt. Da ist es wichtig, dass man wieder stackt und die ganzen Resistenzen hochknallt. Aber dazu kann man dann vielleicht bei den Klassen-Specials noch ein bisschen mehr sagen. Und wenn ich gleich ein bisschen über Inferno rede, dann können wir da auch noch mal ganz kurz zurückkommen. Bevor man aber in den Inferno-Modus kommen kann, muss man allerdings erstmal Level 60 werden. Und wenn man Level 60 ist, muss man noch ein paar Items sammeln. Die wichtigste Neuerung eigentlich in Diablo 3 ist dieser lustige Buff, den man rechts neben der roten Bubble sieht, die das Leben darstellt. Und zwar sieht man da jetzt 5 Stacks von diesem Buff. Das ist die maximale Anzahl, die der haben kann. Also 5 Mal wurde dieser Buff jetzt gesammelt. Und jedes Mal, wenn der Buff neu eingesammelt wird, dann dauert er wieder von neuem 30 Minuten. Okay. Man kriegt diesen Buff, indem man Champions oder rare Monster tötet und dieser Buff bringt 15% Magic Find. Wie sich Magic Find jetzt wirklich ganz genau auf eure Wahrscheinlichkeit, einen Gegenstand höherer Qualität zu finden, auswirkt, kann man in den Foren nachlesen. Auf jeden Fall sind 100 Magic Find schon ziemlich gut, erhöht eure Wahrscheinlichkeiten schon ziemlich ordentlich. Wie es ganz genau ist, weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr 5 Stacks habt von diesem Buff, dann findet ihr eigentlich bei fast jedem raren oder Champion-Mob einen goldenen Gegenstand.
Und wenn man alle 5 hat, scheinen auch die Bossmonster rare Gegenstände zu droppen. Denn in Diablo 3 ist es so, dass nach dem Normal-Modus, bei dem jedes Mal, wenn man einen Boss das erste Mal tötet, 2 goldene Gegenstände garantiert sein sollen, im Gegensatz dazu ist es dann so auf Nightmare und auf Hell, dass keine goldenen Gegenstände mehr droppen bei den violetten Monstern. Ja, das ist offensichtlich Absicht. Wenn man aber 5 Stacks hat, dann kriegt man dort sehr wohl wieder goldene Gegenstände. Und die Stacks kann man erst sammeln, wenn man Level 60 ist. Das bedeutet, es ist essentiell wichtig, so schnell wie möglich Level 60 zu werden, um Magic Find Runs zu machen, wie jetzt hier gerade in diesem Video so ein bisschen gezeigt, um dann möglichst effektiv ein paar gute Gegenstände zu sammeln. Wie man möglichst gut Level 60 wird, ist natürlich dann auch eine sehr häufige Frage, wenn ich jetzt so sage, okay, man möchte eigentlich so schnell wie möglich Level 60 werden, damit man Gegenstände besser finden kann, damit man Inferno betreten kann, also den höchsten Schwierigkeitsgrad. Die Antwort ist ziemlich schwierig. Also ich hatte ja schon gesagt, dass das Gruppenspiel in großen Gruppen eher einfach ist. Im Gegensatz zu dem Spiel zu zweit, wo ich sagen würde, das kann ziemlich knackig werden. Aber wie gesagt, alle Angaben ohne Gewähr. Wahrscheinlich gibt es bald irgendwelche Möglichkeiten, wo man zu zweit auch echt gut klarkommt. Aber prinzipiell würde ich jetzt erstmal vorschlagen, spielt einfach die Kampagne durch. Guckt euch die ganzen Kellergewölbe und so weiter an, nehmt die raren und die Champion-Mobs mit, also die blauen und die gelben, denn die droppen auf jeden Fall noch ganz gut, egal ob ihr diesen Buff habt oder nicht. Achtet nicht so sehr auf Magic Find, sondern achtet darauf, dass ihr nach den eben beschriebenen Regeln gutes Gear habt, damit ihr zügig die Gegnerhorden besiegt. Und denn je mehr Gegner ihr besiegt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, etwas zu finden. Es ist nicht nur wichtig, irgendwie tolle Gegner zu besiegen oder viel Magic Find zu haben. Eigentlich macht es eher so die Wiederholung der Vorgänge, also möglichst viele Monster zu lynchen. Hier sieht man zum Beispiel jetzt einen Rare Mob, der hat jetzt auf dem Helm-Modus ziemlich viele Verzauberungen. Ich glaube, pro Modus, pro Schwierigkeitsgrad kriegt er eine Verzauberung, also auf Inferno haben sie dann 4, wenn ich mich nicht ganz irre. Und hier ist mir übrigens aufgefallen, dass Shielding bedeutet, dass sie alle 25% ihr Schild anwerfen. Also sobald sie 75, 50 oder 25% erreichen, machen sie das Schild an. Das kann man jetzt vielleicht beim Kampf nebenbei ein bisschen beobachten. Ja, also, und dann spielt einfach die Kampagne durch. Und dann werdet ihr schon von ganz alleine eigentlich bei Diablo irgendwann ankommen und 60 sein. Ehrlich gesagt, haben einige meiner alten WoW-Freunde das einfach so zu viert durchgespielt und waren dann irgendwann bei Diablo auf Hölle und waren dann 60. Ich dagegen habe in Akt 3, den man jetzt hier sieht, etwas vor dieser Stelle arge Probleme bekommen mit meiner Gruppe. Wir waren zu dritt. Mit einem Melee und 2 Ranges. Und dort wurde es ziemlich schwierig, weil der Melee das da vorne nicht alleine halten konnte und wenn die Ranges anfangen zu laufen, filtert der Schaden. Deswegen würde ich euch eher vorschlagen, würde ich sagen, 2 Melees zu nehmen oder vielleicht einen Witch Doctor und einen Melee, damit der andere Range DD, also ein Wizard oder ein Demon Hunter, stehen und schießen können. Gerade ein Wizard muss viel stehen, um seinen Schaden ausbreiten zu können. Genau, und deswegen haben wir dann nach neuen Möglichkeiten gesucht und unser Demon Hunter hatte dann die Idee, beziehungsweise ich glaube, er hat davon gehört, dass sogenannte Magda-Runs ziemlich gut sein sollen. Und die will ich im Anschluss dieses Videos zeigen. Hier metzel ich dann noch gegen diesen einen Boss und zum Schluss wird man sehen, dass dort 3 goldene Gegenstände droppen, was echt ungewöhnlich ist auf Hölle. Und das liegt wirklich an diesem 5er-Buff. Ja, wenn ihr also eure Gruppe zusammenstellt, das ist natürlich auch eine häufige Frage, die in den Foren gestellt wurde. Ja, ich möchte gerne die und die Klasse spielen, was passt denn dazu? Also prinzipiell passt alles zu allem. Aber das ist leider auch nur die halbe Wahrheit. Eine Sache doppelt zu haben ist erträglich. Aber ich behaupte einfach mal,
also ich habe noch nicht genügend Ahnung, um jetzt zu sagen, ja, so und so ist das, ne? Aber ich behaupte mal, dass ein Mönch und ein Barbar eine sehr gute Kombination sind, die dann mindestens einen Range, den die hinter sich haben wollen. Ich kann den Witch Doctor wirklich leider nicht richtig einschätzen, um diese Frage gut zu beantworten. Aber unsere besten Ergebnisse haben wir momentan mit einem Barbar, einem Mönch und zwei Wizards. Und zwar haben beide Wizards ein bisschen unterschiedliches Bild. Der eine macht eher so Blizzard und so ein bisschen mehr CC und der andere macht wirklich nur Hau drauf. Und damit funktioniert es wirklich sehr, sehr gut, weil der Barbar im Allgemeinen braucht man nicht extra fürs Klassenspecial warten. Ist eher so ein Charakter, der die Mobs hin und her schubsen kann und somit Schaden aus der Gruppe nimmt. Und der Mönch ist eher so einer, der so ein oder zwei Mobs binden kann. Ja, und das ist natürlich dann eine gute Tank-Kombination. Ich weiß nicht, wie gut der Witch Doctor damit klarkommt, weil mit seinen Minions wird er wahrscheinlich nicht so zielgerichtet blocken können. Und die sollen angeblich auch nicht mehr so viel aushalten auf Inferno. Aber, naja. Gut. Demon Hunter ist ein Survival-Monster, macht nicht ganz so viel DPS, würde ich sagen, wie ein Wizard, wenn er einfach wirklich durchbratzen kann, aber dafür stirbt er halt kaum. Ja, und dann sieht man jetzt hier eben den Drop. Drei goldene Gegenstände. Und im Laufe dieses Videos und kurz vorher, um die Stacks zu sammeln, habe ich jetzt bei diesem einen Mann 6, 7 goldene Gegenstände gemacht. Ich glaube, ich war zwischendurch einmal sogar noch verkaufen. Also es lohnt sich schon. Also ein gutes MF-Gebiet, wenn ihr 60 seid, ist Akt 3, wie jetzt hier gezeigt. Und dann fangt ihr mit der Quest an, wo ihr die Katapulte und den Tribok zerstören sollt. Denn in der Ebene sind schon einige Rares und Champions, die mit viel Platz, weil das ist ja ziemlich wichtig eigentlich, um gegen die vorgehen zu können, ihr die ersten Stacks sammeln könnt. Und dann geht es ja eigentlich nur linear geradeaus bis zu diesem fetten Mann hier und da habt ihr dann schon 5 Stacks. Und danach kommt ja der Bereich, wo man in dieser Dämonenwelt abtaucht, gegen die Spinnen-Tussi kämpft, die Königin der Sukubi, würde ich sagen. Zum Schluss kommt Asmodan. Und da kann man wirklich gut farmen und das ist nicht ultra schwer. Also Hölle, Hell, Akt 4 also, ist nochmal richtig, richtig, richtig knackig. Ja, aber bis zu diesem Mob hier spätestens ist es, denke ich, ziemlich gut zu MFen. Ja, und wenn ihr das Gear dann einigermaßen zusammen habt, ich gebe mal schon mal eine Richtlinie an, ihr solltet wahrscheinlich eher so 13.000 DPS machen als Wizard. Also ich würde behaupten, so pro Charakter sollte man so 8.000 DPS haben. 9.000 DPS. Ja. 10.000. Sagen wir 10.000 DPS. Und die Tanks, also die Leute, die Melee kämpfen müssen, brauchen so 40.000 Leben. Range TD ist eher so 25.000 und naja. Dann kann man so Inferno irgendwie anfangen in Akt 1. Was ich jetzt hier einmal zeige, ist der Magda Run. Und zwar ist das Akt 2, Quest 3.2. Und da muss man jetzt hier diese Prisoner befreien, also die Gefangenen. Das ist ziemlich cool, weil da stehen so viele rum, die muss man nicht lang suchen, sondern man findet garantiert sehr schnell 8 Stück. Hier in dem unteren Teil der Stadt können bereits rare Mobs und Champions spawnen. Da sieht man jetzt hier eine Kelleröffnung, die man nicht aufsuchen sollte. Die ist, glaube ich, immer offen und da stehen weitere Prisoner drin. Wenn man alle Prisoner befreit, gibt es ein Achievement. Das interessiert uns jetzt in diesem Fall nicht so sehr. Ist schon relativ knackig dort, aber man macht pro Run 230.000 Erfahrung. Gerade weil, wenn man Magda getötet hat, 71.000 Erfahrung bekommt. Und dann kann man natürlich von Level 59 bis 60, von 58 bis 59 ziemlich schnell vorankommen, währenddessen man mit den normalen Questen meistens eher sehr viel länger braucht. Und nebenbei findet man auch noch ganz nette Gegenstände. Also jetzt muss man ja noch ohne den Magic Find Buff auskommen. Deswegen droppt hier eher selten was Gelbes, aber immerhin. Ist natürlich nicht schlecht, wenn man hier was Vernünftiges dann zusammenbekommt. Ja, aber dann sieht schon gleich eine Champion-Gruppe daher. Das ist natürlich alles nicht so gegeben immer. Manchmal gibt es nur einen Champion oder so. Manchmal sind Champions auch ziemlich eklig. Das ist jetzt ein Run, bei dem es normal lief, würde ich sagen.
Speedruns, die total katastrophal sind, die man sogar abbrechen muss. Weil Speedruns, die sind noch sehr viel schneller. Genau, an der Stelle sieht man den Sandy Cellar, da sollte man auch nicht reingehen, da gibt es auch nichts Besonderes. Diese Typen, die auf diesen Stäben lehnen, die sollte man so schnell wie möglich töten. Das mache ich jetzt hier auch einmal. Denn die verwandeln sich sonst in so Zombie-Viecher. Und die hauen ganz schön rein. Also das sollte man, wenn es geht, vermeiden. Genau, da pflücke ich jetzt hier die Stabträger ab. Ja, und dann ist das eben auch gleich gegessen. Tja, was soll ich noch zu Inferno sagen? Also ich werde gleich ein Video zeigen von unserem ersten Abend auf Inferno, beziehungsweise meinem ersten Abend auf Inferno, auch in der vollen Vierergruppe. Und dort gibt es dann einen Zusammenschnitt von ein paar Rips. Wie, also in einer Champion-Gruppe sind wir, glaube ich, 20, 30 Mal gestorben. Als Diablo 3 so ein bisschen näher rückte, hieß es ja, on Inferno you will die. Also du wirst auf jeden Fall mal drauf gehen, wenn du Inferno spielst. Oder wenn du Diablo 3 spielst, glaube ich, war die Aussage. Und tatsächlich ist es wirklich so, dass Diablo 3 phasenweise eher an einen ständigen Corpse-Run erinnert. Also ständig tot, wiederbeleben und man zerrt so seine, also durch diesen Zyklus aus Wiederbeleben und Sterben besiegt man seine Gegner so nach und nach. Und das scheint Blizzard wirklich auch so zu wollen. Sonst würde es nicht so einen Enrage-Timer geben. Wenn man Champions nicht schnell genug besiegt oder Rare-Mobs, dann kriegen die so einen Totenkopf über der Spielfigur und dann kriegen sie so eine Damage-Aura. Also wenn man sich in deren Nähe aufhält, kriegt man sehr viel Schaden. Und dann muss man eben warten, bis die Mobs sozusagen einen aus den Augen verloren haben und wieder voll gereckt sind. Erst dann ist diese Aura wieder weg. Ja, das ist sozusagen der Zerg-Schutz. Und alles bis dahin ist sozusagen erlaubt. Also es ist ganz normal, gerade auf Inferno, dass man wirklich ständig am Rippen ist. Und da werden wir... Ja, ich werde gleich mal einen Zusammenschnitt davon machen. Eben hat man übrigens noch gesehen, dass dort ein Kellerabgang verschlossen war. Wenn ihr mal Magda-Runs macht, werdet ihr sehen, welchen ich meine. In den solltet ihr auf jeden Fall reingehen. Das ist der Town-Cellar, also der Stadtkeller, würde ich sagen. So würde ich das übersetzen. Und in dem Stadtkeller, dort gibt es eine Resplendent Chest, also eine große Truhe, in der ziemlich gute Sachen. Tatsächlich ist es so, dass man sogar diese Truhe im Town-Cellar ein bisschen farmen kann, indem man einfach den Checkpunkt direkt vom Magda mitnimmt. Und dann ausloggt, beziehungsweise aus dem Spiel rausgeht, neues Spiel macht, guckt, ob der Seller da ist. Wenn der Seller da ist, hingehen, Truhe holen. Wenn er nicht da ist, direkt wieder aus und wieder neues Spiel starten und so weiter und so fort. Ob das jetzt ein Exploit ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Momentan ist es auf jeden Fall möglich. Und ja, ich würde sagen, wenn man Inferno farmen kann, dann macht das viel mehr Spaß. Und um euch, für diejenigen, die jetzt noch nicht auf Inferno waren, auf jeden Fall nochmal richtig das Wasser im Mund zusammenlaufen zu lassen, hänge ich jetzt noch als Abschluss an diese Folge die Aufnahme von einer Champion-Gruppe, die wir am ersten Abend getroffen haben mit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es gibt viel Anregungen, Kritik hoffe ich natürlich auch, aber bitte drückt euch vernünftig aus unter dem YouTube-Video oder eben bei homerj.de. Mal sehen, wie sich das entfalten wird. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Henning Karl. Tschüss. Oh, ui. Jetzt, oder was? Ich hab eigentlich, naja, ja. Ich komme. Willst du neben euch kommen? Matze, oder was? Ja, ja. Komme, oh, bin da. Oh mein Gott, what the fuck? Ist vorher beim Schorn, ne? Da haben sie gerade was gecastet. Gut, dass ich zu Matze geportet bin. Jetzt stoppt ja mich so ein scheiß Stuhl, Mann. Oh nein, der Pool. Ich finde, Pull ist halt eins der übelsten. Ja, dieses echt? Vortex ist schon der Hass, ey. So eine Planet mit irgendeinem Cursor I. Ich glaube, die können nicht dran vorbei. Ich hab die eingesperrt. Macht auf jeden Fall hier den Fall, ja, versucht, sie zu halten. Leck mich. Leck mich. Oh shit, Mann! Da kommt noch ein normaler von hinten. Leck mich. Also, ich lebe noch. Ich kann direkt mal rippen gehen. Wie lange? Ja, ich komm zu dir, Matze. Wahrscheinlich gar nicht mehr lange. Auch, oh lol, lass mich mal zurückrennen. Wie wär's, wenn ihr in eine Richtung rennt, wo wir halt irgendwie schon waren? Dann haben wir nämlich die Ede. Ich
Ich block sie, renn mal weiter. Dann haben wir die edle Situation auch. Oh, what the fuck, die können ja ziehen! Oh, ja, wisst ihr, wohin die mich gezogen haben? Nur, dass wir gerade weggerannt sind, irgendwie, keine Ahnung. Ah! Oh, Mann! So wem kann ich porten? Lass uns hier hin! Ja, guck mir dazu. Oh! So wem kann ich porten? Zu mir. Dachte ich. Matze, ich komme gleich wieder zu dir, ja? Ja, ich... Oh nein, er hat mich gepult, Sag, das ist auf der Liste von Dingen, die du in Diablo nicht hören willst, auch ganz weit oben. Komm zu dir, ja? Er hat mich gepult, Nein! Hast du kein Schild oder was? Oh, Matze, lass mal gehen. Kannst du mal im Kreis, ja. Kreis und go, ich tanke. Oh, na, ah, der Kreis. Elf Globe. Ich tank weiter, hau rein. Sacrifice mich, jetzt soll die Dicken töten hier. Oh. Ja, da hab ich nicht drüber nachgedacht. Oh, scheiße. Oh, alles auf Cooldown gehabt. Warum bin ich unglücklich, Jungs? Wolfi, bleib mal um Leben, oder? Nee, Henning. Ich mein zu Henning. Need more time. I need healing. Bin am Start. Einer ist gleich da. Keine Ahnung, dieser russische Akzent, der mir sagt, irgendwie, there are no more potions, ist ein bisschen. Oh, das ist eine Aussage, die man nicht hören will. Henning, Vorsicht, ne? Oh, das ist ein bisschen Feuer draus. Mich verfolgt halt so ein Gimp, ne? Und ich habe halt einen Hitpoint. Wird jemand mal sich mal umdrehen, irgendwie. Hallo, Jungs. Guten Tag. Den Gimp. Dankeschön. Oh, Mann.